Ja, und ein herzliches Willkommen zu meiner zweiten Kanalvorstellung. So, erstmal das Headset zurück. Zurechtstutzen, ne? Nein, heute geht es um einen bis jetzt doch sehr kleinen und auch unbekannten LP. Aber er hat es eigentlich schon verdient, dass man ihn mal etwas pusht. Aber das ist jetzt hier eigentlich ziemlich viel am Platz, weil, wie ihr wisst, das hier sind keine Let's Pushes, sondern Kanalvorstellungen. Deshalb gibt es auch wieder ordentlich Kritik und Lobs. Lobs sind natürlich auch sehr wichtig, aber eben auch Kritik. Und ja, ich glaube, ihr alle kennt ihn nicht. Gut, nein, lassen wir das mal, ja. Bevor ich ein großes Trara drum mache, sage ich es einfach, ich bin der Mr. Marv, nein nicht ich, sondern er, denn es ist, wie ihr hier sehen könnt, Mr. Marvcraft. Er hat sich als zweiter für die Kanalvorstellung beworben, eigentlich sollte ja anfangs David als erster kommen und dann er, aber ich habe mir gedacht, da Zeitmeister Alex irgendwie so unerwartet käme, habe ich ihn jetzt als erstes gemacht und dann Marvin blieb am zweiten Platz und David kommt jetzt eben als dritter, damit ihr es schon mal wisst, der kommt nach Marvin, aber jetzt lassen wir das nebenher, jetzt geht's um Mr. Marvcraft und insoweit geht's jetzt los. Ich hoffe, er hat jetzt nichts dagegen, dass ich seinen Namen in der ganzen Öffentlichkeit gesagt habe. Sorry. Wenn doch. ist auch nicht so schlimm, kann man sich ja auch daran denken, dass er Marv heißt. Ja. Zoomen wir einfach mal raus, damit wir schön betrachten können, seinen wunderbaren Background. So. Zunächst einmal, es regnet nur zu förmlich von Figuren, wenn man hier seinen Background sieht. Er besteht allerdings zu 2/3 aus Mario-Figuren. Woran man schon mal merkt, dass er Mario-Fan ist. Gut, ist jetzt nicht schlimm. Es gibt allerdings noch einen Toad, einen Link, eine Zelda und einen Yoshi mit einer Mario-Mütze. Ansonsten gibt es bloß Mario. Insoweit ist der Background eigentlich überfüllt, aber es sind nicht zu viele, nicht zu wenige. Die Figuren haben jetzt ein ziemlich gutes Format, muss ich sagen. Und sein Schriftzug hier ist schon bunt gemacht. Finde ich auch ziemlich geil. Insoweit ist der Background eigentlich schon ziemlich gelungen. Bloß jetzt gibt es das eine, was mich stört. Gut, dass er hier oben für sich Werbung macht, das finde ich auch sehr nett. Ist auch mal eine innovative Idee für einen Background, aber okay. Was mich eben am meisten nervt, ist die Hintergrundfarbe. Einfach nur blau. Da ist nichts. Ich meine, so eine Figuren, die sind so wunderschön, bloß der Background, also die Backgroundfarbe macht das irgendwie kaputt. Dieses Blau sticht mir viel zu sehr raus, muss ich sagen. Also, da einen normalen Hintergrund einbauen, dann wäre der Background echt perfekt, dann könnte der hier locker 4 bis 5 Punkte abräumen, aber das Blau, das nervt mich eben etwas. Insoweit, das drückt die Bewertung natürlich nicht zu sehr runter, aber trotzdem, das Blau, das soll das etwas anders machen. Gut, der Background, ich weiß es, der ist nicht von dir. Kann sich auch beim Ersteller bedanken, der hat sich hier definitiv Mühe gegeben. Und hat ihn auch ziemlich gut gemacht und er ist ihm auch gelungen. Bloß dieses Blau, das ist eben das, was mich sehr stört. Ansonsten, Background ist geil. Kann man so stehen lassen. An den Figuren gibt es nichts auszusagen. Der Schriftzug sieht gut aus, die Werbung hier oben. Bloß eben dieses Blau ist irgendwie, naja, viel am Platz. So, ja, dann geht's jetzt weiter mit seinem Kanalaufbau. Ja, sein Kanalaufbau ist schon mal ja ziemlich gut. Bei der Kanalbeschreibung, ja, die ist jetzt bloß etwas verdreht als bei mir, denn bei mir ist es ja so, ich schreibe als erstes oben hin eine Selbstbeschreibung und dann eben meine Projekte. Und bei ihm ist es umgekehrt, macht jetzt keine so große Rolle, aber naja, ehrlich gestanden ist auch der Uploadplan etwas wichtiger, von daher gut. Er schreibt jetzt nicht so wie ich die ganze Woche rein, einfach bloß den nächsten Tag, der ist eigentlich auch so ziemlich wichtig. Bloß, was mich jetzt stört,
irgendwie glaube ich, dass er manchmal seine Infos erst sehr spät aktualisiert. Ist jetzt nicht so schlimm, aber trotzdem, wenn du schon Infos reinmachst, dann solltest du sie auch wenigstens regelmäßig mal kurz reinschauen und sie aktualisieren. So, dann kommt hier so eine Kurzbeschreibung von ihm, finde ich auch ganz toll. Dann stehen ganz unten seine Projekte. Seine zukünftigen LPs, ja. Und für The Legend of Fish 13 werde ich seine Videos an andere weitergeben. Also ich erzähle ihnen, was für ein guter LP er ist. Danke dafür. Auch wenn ich glaube, dass nur sehr wenige Leute so weit in deiner Beschreibung runterscrollen werden. Trotzdem sehr vielen Dank dafür. Nochmal. Finde ich sehr nice von dir. Und ja. Machen wir weiter mit der Vorstellung. Seine Uploads sind schon angeordnet. Er benutzt bitte ein benutzerdefiniertes Thumbnail. An dem Thumbnail bloß nicht rummeckern. Das ist von mir. Ja. Das habe ich immer erstellt. Ich weiß, es sieht scheiße aus, aber ich habe leider kein besseres Programm als Paint dafür. Von daher, bitte verzeiht mir das. Also, wenn ihr an seinen Thumbnails rummeckert, nicht an dem hier. Das ist von mir. Da kann er nichts dafür, wenn das scheiße aussieht. Solche Thumbnails machen natürlich auch schon ganz schön Arbeit. Insoweit, ja. Also, ich sehe schon, er steckt auch schon sehr viel Mühe in seinen Kanal. Dass er gut aussieht, weil ich mein Kanal schon was Wichtiges. Ein LPer ohne gescheiten Kanal, der ist kein richtiger LPer. Ein LPer braucht einen gescheiten Kanal auf YouTube, ansonsten, ja, es ist etwas doof. Sein, ja, Dings, ne, Avatar, der wurde schon oft verwendet, so wie ich das sehe, und ja. Dann hat er hier eine Playlist, seine Favoriten, und halt überhaupt seine ganzen Projekte, Abo-Specials. Och. Mir fehlt da jetzt bloß... Nö, da fehlt eigentlich nichts. Nee, was lab ich? Nee, Mario 64.2, das fehlt mir eigentlich hier. Aber okay, das hat bis jetzt auch nur einen Part. Insoweit nicht so schlimm. Dann, ja, sein Aufbau ist, wie gesagt, ziemlich nice. Er hat hier drüben auch nochmal was verlinkt. Auch noch mal schnell zeigen. Na los, Google Chrome, lass mich halt mal. Es ist hier eine Kanalvorstellung, ist sehr wichtig, musst du wissen. Spiel halt einmal mit. Nein, er hat hier seine Playlist verlinkt und Background Design. Background Design, also da könnt ihr euch noch mal das Background verlinkt von dem YouTube-Dings. Nein, ist der ja User auf YouTube verlinkt, der ihm den Background erstellt hat. Schaut mal bei dem rein. Ich glaube zu wissen, wer es ist, aber ich bin mir nicht sicher, deshalb will ich hier jetzt nichts sagen. Nichts Falsches. Er ist seit 29.08.2012 Mitglied, sonst steht da nichts. Ist auch nicht so wichtig. Und da er hier die Playlist verlinkt hat, braucht ihr hier neben auch keine mehr auflisten. Also insoweit ist es eigentlich ziemlich gut. Und dann kommen wir auch schon zu den Uploads. Und ihr seht schon, er lädt sehr, sehr viel hoch. Also, es gibt eigentlich fast keinen Tag, wo ich nicht von ihm irgendwie in meiner Abo-Box ein Video finde. Er lädt sehr regelmäßig was hoch. Also, bei mir ist es ja immer so, einen Tag Pause, dann wieder einen Tag hochladen, einen Tag Pause, einen Tag hochladen. Bei ihm heißt es raushauen, 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 die Videos. Von daher wird er bei den Uploads wahrscheinlich eine Höchstpunktzahl erreichen. So, ja, dann war's das für den Kanal und dann gibt's, wie bereits bei Kanalvorstellung 1, gleich ein wunderbares, hübsches Video und dann geht's weiter mit der Videobewertung und der Punkteverteilung. Also, bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu SMB 2. Zur Eiswelt. Die hässlichste Eiswelt ever. Ich hasse sie so sehr. Okay, das ist sehr einfach. Und damit hat man den ersten Raum abgeschlossen. Okay, jetzt geht's mal nach draußen. Auch nice. Mir das jetzt gebracht? Nix. Na gut.
Damit gebe ich mich zufrieden. Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Nein, nein, nein. Oh, hoffentlich ist es Pixelgenauigkeit. Yes. Wir haben's. Was ist da unten? Ah, ich gehe mal hier rein. Ich hab's doch gewusst. So. Dass wir einen Schlüssel brauchen. Das ist ziemlich einfach. Bis jetzt das einfachste Verfolgungsding. Eindeutig. Hab's schwieriger erwartet. Ist da unten ein Secret? Ne, da kann man nur laufen. Och, komm. Es geht weiter. Es geht weiter und das ist sonst nichts. Okay. Ist jetzt einer der besten? Oh, schon die Karte zu Ende. Nice. Bis jetzt die kürzeste aller Castles. So. Ja. Jetzt habt ihr den aktuellen SMB2-Part gesehen. Zumindest für mich. Und ja, yeah. Bevor wir jetzt weitermachen, oder machen wir erst die Videoqualität. So, ja, die Videos. So, fangen wir mit der Qualität an und da wird's sehr viel Kritik hageln. Das sag ich dir jetzt schon. Es tut mir leid. Also bei deinen Videos zunächst einmal, es hat schwarze Ränder. Marc hat immer was gegen schwarze Ränder, aber ja, bei dir sind sie zum Glück ja nur links und rechts, weil es gibt ja auch Leute, die haben die noch dann oben und unten alles, aber bei dir, also bei mir war es jetzt wahrscheinlich auch noch oben und unten, weil einfach sein Video ein anderes Format hatte als meine Kanalvorstellung, deshalb war das Fenster da beim Beispielvideo jetzt so klein. Sorry deswegen, aber das kann ich jetzt leider nicht anders machen, höchstens mit Zoom-Keyframes. Aber man soll natürlich auch die schwarzen Ränder sehen, bevor die dann denken, ich erzähle hier eine Scheiße. Nein, so soll es natürlich nicht sein. Dann, deine Videos hatten früher ja wenigstens eine 480 Pixel Quali. Mittlerweile haben wir dann nur noch 240 Pixel. Auch das ist jetzt eher eine Verschlechterung, leider. Sorry deswegen, aber es ist halt mal so. Und bevor ich dir irgendwas vorspiele mit 720 Pixel, das wollen wir ja auch nicht. Und das, was mich am meisten ärgert, ist ja, es laggt. Und zwar extremst. Ich weiß jetzt schon, du wirst mich fertig machen, weil ich weiß, du sagtest, ja, also soweit hab's ich verstanden, du hast jetzt kein gescheites Aufnahmeprogramm mehr, weil die laufen irgendwie nicht so gescheit und du kriegst einfach keine gescheite Qualität hin. Gut, dass du vielleicht nicht mit Camtasia unbedingt arbeiten kannst, gut, lass mal auch, aber dann ja, trotzdem, ich kann da jetzt leider auf dich keine Rücksicht nehmen. Deshalb muss ich jetzt leider bei der Qualität dann später sehr wenig Punkte vergeben, einfach weil es erstens laggt, zweitens nur eine sehr niedrige Pixelanzahl gibt und ja, es schwarze Ränder gibt. Sorry. Also bei der Qualität wirst du nicht sehr gut abschneiden. Und beim Audio, machen wir gleich weiter, kann ich eigentlich nur auch sehr wenig Punkte geben, weil man hört den Ingame-Sound nicht. Ich meine, du bist ja gut laut und man hört dich auch gut und alles, aber den Ingame-Sound hört man nicht. Den Ingame-Sound gehört nun halt mal leider dazu. Und wenn man die nicht hört, dann tut's mir ja herzlich leid, aber dann kann ich dir auch beim Audio nicht sehr viele Punkte geben.
Aber man hört ihn im Hintergrund. Und man hört dich besser. Von daher wirst du da schon Punkte bekommen. Und weil es nicht so asynchron ist, aber halt durch die Lags, wirst du schon beim Audio auch Punkte bekommen. Und ja, dann zu deinem Kommentarstil schließlich noch. Der ist auch so gut ausgeprägt. Versprechen tust dich jetzt dann doch eher selten. Du verschluckst dich allerdings sehr häufig. Ich weiß nicht, ob es an der Aufregung oder so liegt oder ob du es überhaupt merkst. Kann natürlich auch sein, was sie verschluckt mich doch nicht, aber ich merke es manchmal. Und ja. Dein Kommentarstil ist schon sehr ausgeprägt. Und natürlich hast du jetzt auch einen Neuanfang gemacht und alles, falls ihr es nicht wisst. Insoweit muss ich natürlich auch jetzt für dich entsprechend bewerten. Also beim Kommentarstil wirst du auf jeden Fall überhaupt von deiner Videobewertung her die meisten Punkte kriegen. So viel kann ich dir sagen. So, so viel dazu und dann seine aktuellen Projekte, beziehungsweise überhaupt seine Projekte. Ich sage ja immer aktuellen, weil es einfach so ein Lieblingswort ist von mir. Nee, RLP zur Zeit, Super Mario Bros. 2, das ist eigentlich mein so ziemliches favorisiertes Projekt bei ihm. Super Mario World X ist ein schlechtes Spiel, weil es von mir ist. Nee, Spaß, es ist ein SMBX-Hack und zwar meiner. Könnt gerne mal bei ihm reinschauen, damit ihr seht, was ich da reingesteckt habe. Es soll ja auch bald von mir wieder eine neue Version kommen. Ja, ein bisschen Schleichwerbung hier. Nee, aber ja, ich finde es nice, dass er ihn LP't. So als Art Freundschaftszeichen. Und ja. Schlägt sich ziemlich gut. Ich kenne noch seine Anfänge bei meinem Hack, da war er sau schlecht. Mittlerweile zockt er immer besser. Dann Super Mario 64 2, seinen eigenen Hack. LP da auch, aber da gibt es bloß einen Part davon, weil ich natürlich den auch LP, allerdings blind und damit er mir nichts verrät, hat er den pausiert und wird ihn später weitermachen. Bis mein LP halt davon fertig ist. Kaizo Mario World hat da einen Part hochgeladen. Ich glaube, das ist so ziemlich abgebrochen, aber auf seinem Kanal steht immer noch, ja, kommt sehr unregelmäßig, aber es kommt irgendwie. Und das Super Mario Flash 2 Tutorial ist, soweit ich weiß, eigentlich fertig. Also bei seinem Super Mario Flash 2 Tutorial auch mal reinschauen, falls ihr da Fragen habt. Gut, dann zu deiner Bewertung. Also fangen wir an. Dein Hintergrund. Falls jetzt auch nur der blaue, dieser einfarbige Ton im Hintergrund ist, der mich nervt, kriegst du beim Hintergrund genauso wie dein Vorgänger, also den ich davor vorgestellt habe, sein Meister Alex, 4 von 5 Punkten. Einfach weil ich ihn toll finde mit deinen Figuren, dem Schriftzug und der Werbung oben, das sieht geil aus. Bloß dieser einfarbige Ton, das solltest du noch ausbessern. Das kannst du besser. Beziehungsweise dein Hintergrunddesigner. So, Aufbau. Der Aufbau ist sehr gut. Deine Kanalbeschreibung sagt eigentlich das und hat das, was sie braucht. Du benutzt bitte so nutzerdefinierte Thumbnails. Die sehen auch sehr gut aus. Insoweit kann ich dir eigentlich beim Aufbau, ja, 8 Punkte geben. Gut, bist jetzt eigentlich so ziemlich auf dem gleichen Trip wie dein Vorgänger, also Zeitmeister Alex, aber bei den Uploads, da du jeden Tag was hochlädst und da ihr sonst euch fragt, wann kriegt man denn dann bitte schon die volle Punktzahl, kriegt er jetzt bei den Uploads die volle Punktzahl, weil er regelmäßig eben was hochlädt. Herzlichen Glückwunsch, damit bist du der Erste, der irgendwo eine volle Punktzahl hat. Und weil du eben regelmäßig was hochlädst und eben auch so viel, kriegst du da bei den Uploads 5 von 5 Punkten. Zusammengezählt ergibt das Ganze 17 von 20 Punkten. Darauf kannst du stolz sein, nicht 178. 17. Und ja, ich hoffe, damit kannst du zufrieden sein, denke ich. Das sind auf jeden Fall mehr als von Zeitmeister Alex. Gut, 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 gut. Dann zu seinen Videos. Ich will ja wirklich nicht so sein. Aber ich kann dir bei deiner Videoqualität einfach nicht mehr Punkte geben. Bitte heul jetzt nicht, aber weil ich ein weiches Herz hab. Nee, aber an deiner Videoqualität musst du, wie gesagt, noch arbeiten.
von mir aus bessere ich das später dann in der Videobeschreibung später aus, weil da schreibe ich auch dann wahrscheinlich nochmal die Punkte rein. Bessere ich sie gerne aus, wenn deine Videos später besser werden, dann sag mir das bitte, dann gebe ich dir da lieber eine höhere Punktzahl. Es sind auch nur 5 Punkte, von daher nicht so schlimm. Du hast auch schon beim Kanal sehr viele Punkte gehabt, aber ich kann dir bei der Videoqualität einfach nicht mehr Punkte geben. Dann zu seiner Audioqualität. Sie ist nicht asynchron, aber man hört nicht den Ingame-Sound. Man hört's nicht. Deshalb kriegst du da 5 von 10 Punkten. Mehr kann ich dir da auch nicht geben. Und ja. Auf jeden Fall, du solltest irgendwie den Hintergrundsound aufnehmen, egal wie, aber der Ingame-Sound ist schon bei einem LP auch sehr wichtig. Du solltest ihn dann natürlich nicht so laut machen, aber wir brauchen einen Ingame-Sound bei einem LP. Und sein Kommentarstil kriegt von mir 7,5 Punkte. Du kannst ihn noch weiter ausbauen, so viel steht fest, aber er ist eigentlich schon ziemlich gut. Er ist auf einem guten Niveau, nicht sehr gut, aber gut. Und er ist ausbaufähig, aber du hast eigentlich schon das ziemlich meiste verstanden, denke ich mal. Gut, bevor ich jetzt allgemeinen Eindruck mache, kriegst du natürlich deine Punkte zusammengezählt. Das macht dann 9, 14 von 25 Punkten. Gut, das ist jetzt nicht so berauschend, aber solange du immer noch über 10 bist, ist es keine Blamage. Und beim allgemeinen Eindruck, weil ich eben Hoffnungen auch in dich setze und du eigentlich auch hier ein guter LPer werden kannst und weil du 12 Abonnenten hast, kriegst du dann nochmal 3 Punkte von mir. So, das war's mit seiner Kanalvorstellung auch schon wieder. Und das macht dann zusammen 34 Punkte. Ja, das war's für dieses Mal. Er hat 5 Punkte weniger als Sigmeister Alex. Das Verheerende, was ihn eigentlich wirklich ja bei den Punkten erhängt hat, war, wie gesagt, seine Videoqualität. Sein Kommentarstil ist, wie gesagt, geil. Also nicht geil, einfach gut. Er ist ausbaufähig, aber wie gesagt, gut. Und seine Qualität, da solltest du wirklich noch dran arbeiten, mein Freund. Und wie gesagt, ich erhöhe gerne die Punktzahl später. Bei jedem von euch übrigens. Wenn ihr mir später dann sagt, ja, jetzt habe ich eine bessere Qualität, dann bessere ich das gerne nochmal aus. Aber für den jetzigen Zeitpunkt, wo ich das hier jetzt aufnehme, kriegst du einfach bloß so wenig Punkte. Sorry. Gut, dann war's das für dieses Mal und ja, gibt eigentlich noch doch nichts mehr groß zu sagen. Schaut auf jeden Fall mal bei ihm rein, er ist ein sehr sympathischer Typ und ja, bis zur nächsten Kanalvorstellung. Ciao!